Ein herzliches Willkommen gibt's von mir. Hallo, hallo, hallo. Die Strecke kennt ihr nun mittlerweile schon, denke ich mal. Hier bin ich ja hin und wieder mal zu Besuch. Hier war ich mit der 96 Duke schon, hier war ich mit der CB 1300 auch schon. Und heute bin ich wieder hier. Nur ist es jetzt Mitte Dezember. Ja, als ich losgefahren bin, da waren glaube ich 2 Grad. Doch noch recht frisch. Also da waren die Heizgriffe auf der GTE nicht das Schlechteste, muss ich ehrlich sagen, bei solchen Temperaturen. Aber jetzt geht es einigermaßen. Nur leider ist es so, dass die Straßen nicht mehr so gut abtrocknen. Und wo ich jetzt hier einmal im Odenwald unterwegs bin, wollte ich mal eine kurze Zusammenfassung geben, wie denn jetzt die ersten 3,5 Monate mit der CB 1300 waren. 3,5 Monate oder 4,5 Monate? Ja, irgendwie so. Ist ein wunderbares Motorrad. Also genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Die hat halt von unten raus mächtig Druck. Die kannst du halt in der Stadt, kannst du die mit 40 im fünften Gang fahren oder wenn es ganz schlimm kommt, auch mal mit 30 dahin nudeln. Also das passt wunderbar. Dann was sonst? Gut, der Windschutz, ja, der ist okay. Sehr viel braucht man sich da nicht erwarten, aber es nimmt schon ein bisschen Druck vom Oberkörper und die Scheibe ist gut, die strömt dann den Helm recht gleichmäßig an. Also da gibt es kein Hin- und Hergewerfe, kein Gehämmer, kein Geschlage. Das passt schon. So, ansonsten, das Gewicht merkt man in den Kurven, macht aber nichts. Also aus meiner Sicht her macht das nichts, weil sie ist sonst an sich recht handlich ausgelegt. Ja, und das passt. Passt wunderbar. Ich habe ja nun die Alpentour mit ihr gemacht gehabt, mit meinem Nachbarn. Und da war Überland wirklich richtig gut. Also fünfeinhalb Liter irgendwie. Was willst du mehr von so einem großen Hubraum? Da hat die GT ein bisschen mehr gefressen. Und da ist die hier recht genügsam. Ich weiß, ich schleiche jetzt hier gerade hoch, aber die Straßen sind halt noch schön nass. Und ich habe alte, runtergefahrene Reifen drauf. Die neuen, die liegen schon im Keller. Das wird wieder der Michelin Road 5. Der hat mich einfach dermaßen begeistert auf der GT, dass ich mir sage, Mensch, den fährst du hier drauf auch mal. Eine Verbesserung habe ich schon jetzt noch vorgenommen. Vielen Dank, ein großer Dank an einen Forumskollegen, der mir seine Federbeine hinten überlassen hat, die scheinbar ein bisschen besser im Schuss sind, als die meinigen waren. Und der hat da Hyperpro-Federn drauf. Und ich sage euch, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich bin ja nun nicht der Leichteste. Ich bringe mit Montur locker, weiß nicht, 120 Kilo oder so auf die Waage. Und da waren die alten, durchgesessenen Federn mächtig überfordert mit. Das hat geschaukelt und gepumpt. Da konntest du die Federvorspannung erhöhen, da konntest du die Zugstufendämpfung hin und her stellen. Es hat alles nichts gebracht. Und jetzt mit den Federn, ich habe einfach bloß mal jetzt eingebaut, habe die Federvorspannung so gelassen, wie sie ist. Ich glaube, so mittlere Stufe etwa. Also Stufe 3 von 5. Und habe die Zugstufe auf ein bisschen härter gemacht. Und ja, es ist krass. Wenn du hier über Huckel fährst, da hat früher die alten Federn, die haben da durchgeschlagen ohne Ende. Das war richtig mies. Und hier jetzt nix. Wunderbar, einfach rüber, pop, pop, fertig. Boah, das ist natürlich schön, wenn die Straße zum Kurvenausgang hin noch mal schön nasser ist als zum Kurveneingang. So, jetzt hier wird es trocken. Aber gut, jetzt ist die schöne Strecke schon zu Ende. Naja, was soll's. So, ja, was habe ich denn sonst noch so verändert? Also ich habe diesen Airbox-Mod gemacht. Quasi diesen komischen Klappenschnorchel vor der Airbox. Den habe ich demontiert. Und so ein Ansaugtrichter stattdessen noch auf mit K&N-Luftfilter noch dazu. Und was habe ich noch gemacht? Ich habe noch einen Herrick-Endschalldämpfer rangebastelt.
Ja, ja, Alter, geht ganz gut. Also, weil vorher war wirklich so, das Original-Ofenrohr, das ist ja so ewig lang, keine Ahnung, gefühlt 1,50 Meter lang, auch nicht, aber gefühlt schon. Ja, und hat so gute Arbeit verrichtet, dass du vom Auspuffgeräuschen gar nicht, so gut wie gar nichts mehr gehört hast. Ja, gut, manch einer sagt, ach, das ist doch schön. In manchen Situationen finde ich das auch schön. Nur manchmal möchte ich halt auch ein bisschen hören, dass ich auch eine 1300er fahre und nicht irgendwie einen Staubsauger oder was. Ja, naja, und deswegen kam der Herrick ran und mit dem bin ich recht zufrieden. Der war einer der wenigen, der ohne Halteschellen auskommt, sondern der hat halt gleich die Halterung, die Haltelasche damit dran. Und deswegen finde ich den ganz schön. Dann ist der von der Optik her noch recht klassisch, so wie das Motorrad. Da gibt es ja welche, die sehen schon sehr, sehr modern aus. Und naja, das wollte ich dann nicht unbedingt. Wenn an so einem sehr klassisch anmutenden Motorrad was Hypermodernes dran ist. Ja, ansonsten Beschleunigung gut. Oh ja, und halt aus dem Drehzahlkeller, ne? Das ist das Schöne. Und hier mit den neuen Federbeinen, wunderbar. So, habe ich sonst noch was verändert? Ich glaube fast nicht. Also was ich zu Hause noch rumzuliegen habe, ist zum einen der Satz Reifen Michelin Road 5. Dann habe ich noch einmal Gabelfedern von Wirth. Die kommen rein mit gleich ein bisschen festeren, zähflüssigeren Gabelöl. Und dann habe ich noch mir Klemmböckchen angeholt. Und einen anderen Lenker von ABM, so ein Boosterlenker, der so ein bisschen dicker ist hier und ein bisschen breiter, aber nicht viel. So, uiuiuiui, ja. Gut, man merkt, ich habe das Topcase drauf. Wenn man Topcase drauf hast, dann ist halt mehr Gewicht hinten, ne? Und dann fängt der Lenker schnell mal an zu flattern, wenn man den loslässt. Pass auf, zeig ich dir nochmal. Uhuhu. Ja, gut. Macht man dann einfach nicht und dann ist auch gut. Ansonsten, die lässt sich zügiger, flotter bewegen, als sie im ersten Moment erscheint. Ja, wenn man sie sieht, ist ja doch recht, ja, man sieht ihr schon an, dass sie was wiegt. Sagen wir so. Ja, Sitzposition, damit habe ich mich jetzt auch langsam angefreundet. Also der Kniewinkel, der war schon, oder ist immer noch relativ spitz. Also relativ eng. Aber naja, gut. Da hat man sich jetzt so ein bisschen dran gewöhnt. Und dann geht das auch wieder. Genau damit liebäugle ich noch mit einer Rastenanlage. Also entweder Rastenanlage, aber da vermute oder befürchte ich fast, dass der Kniewinkel dann bloß noch schlimmer wird. Oder aber halt Vario-Fußrasten, die dann tiefer. Problem ist dann nur die Schräglagenfreiheit. Ne? Ich hatte ja, das war ja eine der ersten Maßnahmen, oder die erste Maßnahme überhaupt, nachdem ich mir das Motorrad gekauft habe und auf dem Heimweg dann. Da habe ich dann schon mitgekriegt, ey, und da schleifen die Rasten, und da schleifen die Rasten, und da schleifen die Rasten. Also die hatten unten so eine Nippelchen dran. Naja, ja, zu Hause habe ich erstmal die Nippel abgeschraubt. Und da habe ich Angst, dass das dann wieder passiert, dass dann die Rasten schleifen. Eine Möglichkeit, um dem zu begegnen, wäre zum Beispiel eine Heckhöherlegung. Und damit würde sich gleich auch ein bisschen der Nachlauf verändern und die nochmal ein bisschen handlicher werden. Aber zusammen mit den frischen Michelin dann, ne, die ja in der Reifenkontur noch mal ein bisschen was spitzer sind, habe ich schon fast Angst, dass sie dann ein bisschen zu handlich wird. Nervös. Aber, na, das glaube ich nicht. Und wenn, damit kann ich um. Da geht schon. Also so viel dazu. Ich sage, ich bin sehr zufrieden mit dem Motorrad. Ein paar kleine Sachen werden noch verändert, da halte ich euch auf dem Laufenden. Ich glaube, in Heizgriffe könnte ich investieren. Wenn ich nur Saison fahren würde, ich glaube, dann bräuchte ich das gar nicht. Aber jetzt im Winter, ist schon was frisch, ne? Also jetzt geht's aber vorhin halt, wenn man ein bisschen schneller gefahren ist. Da war es schon kalt an den Fingerspitzen.
Ja, ansonsten würde ich sagen, fahre ich mal noch ein kleines Stückchen, laber euch jetzt erstmal nicht weiter voll und vielleicht kriege ich ja noch ein paar schöne Bilder eingefangen von dieser kleinen Odenwald-Tour hier im Winter. Gut, dann bleibt mir erstmal nichts weiteres übrig, als euch zu danken, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf eine baldige, wunderschöne Saison 2020. Und bis dann, ciao. Falls ihr das Video gut findet, dann lasst doch ein Like da. Und wenn ihr meine Videos allgemein gut findet, dann drückt doch schnell mal auf Abonnieren. Klickt bitte noch das kleine Glöckchen neben dem Abo-Button an und ihr werdet in Zukunft via Push-Nachricht über neue Videos informiert. So long, euer Superdukestar. Ciao.